Müssen wir heute natürlich einiges angehen. Wir sehen hier einmal die Liste. Wir haben zum einen 7 Kanonen, 8 Bogenschützentürme und eine ganze Menge an weiteren Sachen. Das sind eine ganze Menge Ressourcenkosten. Natürlich will ich im besten Fall nichts ausgeben. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich will halt am besten Fall alle Ressourcen natürlich so bekommen und den Rest halt dann einfach irgendwie ergemmen oder so. Wir sehen hier, wir haben eine Menge Angebote. Wir machen es wieder so. Nochmal als Erklärung. Wir werden nach jedem Angriff ein Angebot kaufen, machen wir wieder und schauen dann eben, dass wir wirklich alles hinbekommen. Dazu haben wir hier auch beim Händler wieder einiges. Da können wir am Ende auch nochmal zuschlagen, hätte ich vorgeschlagen. Und wir wollen zuallererst den Sternebonus holen. 1,4 Millionen kriegen wir. Ich würde sagen, wir legen los. Euch immer viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir es nicht verkacken werden. Dann machen wir zuerst ein Poison. Dauert 6 Stunden mit dem Boost wieder übertrieben schnell nämlich gehen. Und dann hauschen wir... Wir hauen halt sowieso mal direkt ein paar Tränke noch raus. Fällt mir gerade auf. Ressourcentrank geht immer. Trainingstrank geht immer. Eh genug. Aber der Trank geht auch immer. Das ist ein Multi-Inferno, ne? Das ist gut, okay. Dann lass mal reinstarten. Ich bin gespannt. Queen oben. Probieren Queen Walk. Mit zwei Babytrachen und so weiter. Let's go. Queen rein. Heilerin, Babytrache und direkt. Einmal schön aufbrechen, dass die Queen hier auch hoffentlich reinläuft, ne? Zack, boom, ist offen. Sehr schön. So, Queen soll jetzt mit einmal reinlaufen. Wenn die es gut macht. Macht sie hoffentlich. So, Inferno ist nicht Single. Das habe ich jetzt gelernt. Das ist wichtig. So, nächster Mauerbrecher jetzt hier. Sehr schön. Und wir warten, wir warten, wir warten. Boom, erster Wutzuber. Der war kacke. Aber geht, nee, geht. So, nächster Supermauerbrecher. Nice, der geht genau dahin, wo ich ihn haben möchte. Und sie soll das auf die Adlerartillerie gehen und es wegmachen. Sehr schön. Wir müssen, werden es schon fokussen müssen bei den Angriffen. Sehr schön. Adlerdepp ist weg. So, jetzt würde ich sagen, einmal von der anderen Seite mit dem... Okay, erstmal können wir hier noch vielleicht... Lane hier reinbringen. Und jetzt können wir loslegen. So, die Queen wird es hoffentlich hinbekommen. Wir gehen einmal rein, bringen die Loons in der Reihe nach vorne. Oh, Queen zünden. Ah, wir hätten den Wutzuber früher bringen sollen. Ist egal. Bringe den nächsten Wutzuber aber jetzt nochmal. Der kam jetzt natürlich viel zu spät. Die Heilerin wird jetzt hoffentlich noch ein bisschen was machen. Geht, okay. So, wir haben immer noch den Barbarenkönig jetzt theoretisch. Könnten wir theoretisch sogar dann so einsetzen. Dann warten wir ab und bringen zwei Minions noch hinten dran. Okay, E-Drachen jetzt hier auf jeden Fall. Ist wieder ein Multi-Inferno. Wie chillig eigentlich. Dann lass mal hier noch ein bisschen abwarten, hätte ich gesagt. Dann zünden wir jetzt den Warden-Eimer. Sehr schön, ist auch weg. Perfekt. Dann frosten wir jetzt hier nochmal. Bringen sogar hier nochmal einen Wut. Oh, der war scheiße. Da hinten geht's noch. Oh, die heilen den Barbarenkönig. Wie geil eigentlich. Dann froste ich jetzt hier sogar einmal, ausnahmsweise. Gegen den Heilerin. Ich weiß nicht, ob das smart war, egal. Sehr nice. Dann können wir noch zünden. Der wird automatisch auch gezündet. Etrach ist leider gestorben. Dann frosten wir jetzt hier nochmal. Ich bringe nochmal einen Wut drüber. Vielleicht hilft's irgendwie. Der Multi-Inferno fuckt halt hart ab. Komm, überrennen. 96%. Das wird knapp werden. Komm, 100. Junge, dieser... Wir zünden jetzt nochmal. Boom. Oh, wird das reichen? Der eine Inferno, ich kotze, ne? Der ist verbrannt. 30 Sekunden, wir haben's. Alter, erster Angriff, 3 Sterne. Besser geht's nicht. Geil. Ey, erster Angriff, 1 Million Loot. Machen direkt weiter. Genauso läuft das. Ach so, genau. Wie versprochen. Jeder Sieg ein Angebot. Erstes Angebot, 2 Millionen Goldressourcentrank für 1 Euro. Ach so, wie immer. Wenn ihr euch irgendwas im Shop kauft, könnt ihr euch gerne, wie immer, mit Creator-Code Jojonas im Shop supporten. Danke. Der hat nur den Barbarenkönig, der ist gerade aus 12. Da gehen wir sowas von rein. Die Frage ist halt, ob wir mit dem Queen Walk da überhaupt rankommen. Nein! Ich habe die Truppen vergessen auszubilden. Oh Gott. Ich bin gerade sauer auf mich selber, weil der so free ich muss raus. Green rein, 5 Heilerinnen. Und hier schon mal schön die beiden Gebäude außen wegnehmen mit den Babytrachen, dass die hier schön reingehen. Und jetzt hier direkt. Gut, ich glaube, das war jetzt unnötig. Ja, wobei, die können schon ein bisschen tiefer damit eintreten. Aber ja, der war nicht so gut. Okay, einmal hier schön aufbrechen, ein bisschen abwarten. Wir können auch gleich den ersten Wut übersetzen, wenn es sinnvoll ist, aber ich will da noch ein bisschen abwarten gerade. Ja, nee, noch brauchen wir da keinen Wutzuber auf jeden Fall. Okay, dann warten wir kurz ab. Setze ich jetzt mal, würde ich sagen, hier den ersten Wutzuber ein. Aber wir müssen es mit den E-Drachen. Die Adlerdepp ist noch nicht weg und die Luftabwehr irgendwie auch nicht. Ist irgendwie ein bisschen fail gerade. Links dazu, Loons schon mal nach vorne. Die Adlerdepp ist halt auch schon aktiviert, ist halt kacke. Ja, die Queen macht da unten einen ganz guten Job. Was wir jetzt höchstens machen können, ich bringe euch hier mal einen Barbarenkönig dazu, würde ich sagen. Okay, wir gehen hier mit dem Wutzuber dazu rein. Auf die Loons so ein bisschen auch. Okay, Frostzuber hier. Ah, schon mal nicht schlecht, okay. Barbarenkönig ist auch im Start. Wir haben noch einen Minion übrig. Achso, da war eine Luftabwehr, perfekt. Jetzt hier den nächsten Frost. Hier auf jeden Fall mal den nächsten Wutzuber. Der kann eigentlich ganz gut reinhauen. Und jetzt auf jeden Fall mal hier, genau. So, jetzt hier Frosten. Nächster Wutzuber. Daneben. Wir haben noch einen Wutzuber übrig. Ich hoffe, die machen ihren Job jetzt. Ja, Adlerdepp. Oh, sehr schön geblitzt. Sehr schön geblitzt. Ah, komm, blitz nochmal wenigstens einmal. Reicht nicht ganz. 94%. Ist leider ein Single-Inferno, ne? Werden wir nicht schaffen wahrscheinlich. Ich glaube, die Zeit ist es auch gar nicht wert, jetzt hier noch reinzugehen. Lass mal hier den, ja, die Luftabwehr einfach mitnehmen. Ist solide. 95%. Wir kriegen über 1 Million Loot. Hat sich gelohnt. Und nochmal den Bonus für Meister ist geil. Und den ersten Sternebonus kriegen wir auch. Sehr schön. Okay, dann kaufen wir uns direkt
Einmal das zweite Angebot. Und zwar bekommen wir Tränke. Ah ja, zwei Bauarbeitertränke und zwei Forschungstränke mal wieder. Wir können die eigentlich immer gebrauchen. Nächstes Angebot. War jetzt nicht so spektakulär, aber ist in Ordnung. Wir haben jetzt damit... Wir gehen auch auf die 4.000-Euro-Grenze zu übrigens. Ey... Seht jetzt über meinen Kopf, was geht da denn ab? Das ist so geil. Wir können direkt erstmal das nächste Upgrade starten und gehen dann in den nächsten Angriff rein. 10 Millionen haben wir jetzt schon gefarmt. Wir machen den Giftzimmer nochmal. 19 Stunden, boom. Und zack, wieder 24-faches Tempo. Oh, nice. Der ist auch ein bisschen gerusht. Ich glaube, der ist easy. Lass direkt die Adlerdörfer als erstes rausnehmen. Ja, ja, ja. Da können wir auch sehr, sehr viel abräumen da oben. Das ist ja mega chillig. Lass ja direkt mit Barbarenkönig und Queen sogar reinstarten. Die können dann noch schneller abräumen dann oben. Und dann hier schon mit dem ersten Supermauerbrecher einfach so ein bisschen arbeiten. Dann hier den Babydrachen. Die Luftabwehr wird nicht getriggert. Ne, sehr schön. Dann hier noch einen. Sag die Queen bitte nur nicht. Sehr schön, macht sie gut. Sehr gut. Schöner Mauerbrecher. Jawohl, jawohl, jawohl. Der Angriff läuft gut. So, dann lass direkt weiter aufbrechen. Ey, Queen, die Heilerin gehen dorthin. Junge, nein. Stopp. Egal, mach halt hier einen Wutzauber drauf. Ist halt so. Oh, der Angriff ist ja komplett fail. Was habe ich denn überhaupt mitgenommen, sehe ich gerade. Was habe ich gemacht? Nein. Dann versuchen, einen Edric da drauf zu setzen. Vielleicht klappt das ja. Ne, der geht ganz woanders hin. Ah, scheiß drauf, ich geh jetzt einfach rein. Let's go. Ich hab's einfach komplett verkackt, ich weiß selber, Chat. Hat mir auch zu wenig E-Drachen halt dabei und alles, ne? Das war kacke. Posten wir hier? Einen nicht getroffen, egal, nochmal ein Wutzimmer. Ah, diese Single-Infernos war noch kacke. Kriegen wir zumindest den meisten Loot? Wo ist denn der Flammenwerfer da oben? Schön, komm, hol dir. Hol dir das Ding, komm. Ja. Komm, wir haben noch 150.000 Loot zu holen. Wir haben da noch Loons drin, aber wir warten noch ab. Ich glaube, die Zeit ist es wert, kurz abzuwarten. Aber ich glaube, die 20 Sekunden oder 30 Sekunden. 20 Sekunden. Komm, hol noch was. Junge, der Brandschaden ist geil. Ja. Noch die Kanone zuerst, leider. Komm, hol noch das Elixierlager. Nicht auf den König gehen. Ist völlig egal. Hol noch was. Ja, 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 ja. 100%, komm. 100%, wenn es nicht, oder? 5 Sekunden. Alter, das wird zu knapp. 4, 3. Nein. Nein. Ey, war trotzdem gut. Wir haben den maximalen Loot rausgeholt. Ey, das vorletzte Angebot. Wir kriegen ein Buch des Bauens und einen Trainingstrank. Immer gut. Er ist halt Full Max. Wir probieren den jetzt, komm. Jawoll, die Queen geht genau dahin, wo ich sie haben möchte. So muss das. Sehr schön. So. Jetzt warten wir ein bisschen ab. Bring gleich den nächsten Supermauerbrecher rein. Ja, der geht natürlich jetzt dorthin. Das war jetzt nicht so optimal. Egal. Auf die macht jetzt ihren Job einfach. So, der wird wahrscheinlich jetzt gleich getriggert, der Barbarenkönig. Dann müssen wir dann. Nee, der geht weg. Der hat da keinen Bock drauf. Oder der Babytrache ist korrekt. Na, jetzt geht er dorthin. Schade. Und Wutzauber. Oh. Ich hab die Heilerin nicht getroffen. Das ist das Wichtigste. Kacke, egal. Die sind wir gleich drin. Und... Junge, Heilerin, es geht auch mal in den Wutzauber rein. Aggression, wenn ich das sehe. Okay. Dann lass mal rein starten. Jetzt bringen wir jetzt hier das hier so rein. Und hauen hier einmal unsere E-Drags rein mit dem hier. Und die los. Ja, die Single Infernos sind halt echt kacke für uns. Ich kann hier nochmal einen Wutzauber draufwerfen. Das wird wahrscheinlich wenig helfen gegen die ganzen. Ja, die Single Infernos zerstören uns natürlich hart. Den meisten Loot holen wir trotzdem raus. Ich könnte noch einen Barbarenkönig umsetzen. Ich weiß noch nicht, ob es so smart wäre. Die ganzen Minion noch geben? Ja, auch. Geht. Ich meine, wir haben das meiste geholt. Die Queen hat... Ja, die Queen hebt auch noch. Wartet mal ab. Jetzt setzen wir hier mal Barbarenkönig, dass die hier schon mal schneller sind. In der Zeit. Ah, wartet mal ab. Wir haben noch ein... Na, ah, diese Single Infernos sind echt kacke. Und wenigstens noch das Goldlager, bitte. Dafür habe ich nämlich jetzt... Komm. Ach, 14 Sekunden. Komm, Queen, zieh. Ach, verarsch mich doch. Kann das wahr sein? Das war wieder eine Sekunde. Wir kaufen das vorletzte Angebot und gehen in den letzten Angriff rein. 6 Millionen Gold, Buch der Helden, 7 Euro. Das ist echt ein sehr gutes Angebot. 3.707 Euro. So, wir haben 13 Millionen Gold. Das heißt, wir werden es auf jeden Fall natürlich nicht überfüllen. Also lass einfach hier schon mal den Minenwerfer verbessern. Das ist eh so ziemlich das teuerste. 5,6 Millionen. Boom. Er wird schon nicht voll werden. 7,3. Letzter Angriff. Wir müssen nur einen Stern holen und kaufen dann das letzte Angebot. Und dann bin ich gespannt, wie viel wir hinkriegen. Was wir noch an Ressourcen brauchen. Vor allem... Let's go. Wir haben ja noch ein paar Runen und so, also, ja, ich bin jetzt echt mal gespannt. Danach machen wir Upgrade. Der ist perfekt, der hat eine Million Loot. Let's go, den holen wir uns. Ja, die Queen macht eh fast keinen Schaden. Macht die noch Schaden an der Queen? Oh, lol, ja. Was? Stopp mal! Oh, wieso ist sie so schnell gestorben? War da irgendwo ein Single-Inferno oder war das die Queen? War scheinbar dann doch zu viel Schaden, ne? Kacke. Total verkackt schon mal. Jetzt den Flammenwerfer schon mal irgendwo ein. Da oben, hätte ich gesagt. Total verkackt, bin ich ehrlich, muss ich auch sagen. Das war ja gar nichts. Okay, Warden das erste Mal zünden. War vielleicht zu früh. Sogar drauf. Hier frosten wir. Zu spät, shit. Was ist passiert? Was passiert? Wenigstens hier nicht verkacken. Ja, die Frostung muss ich echt noch besser hinkriegen. Das ärgert mich. Das ist dann natürlich dann auch spielentscheidend. Die Spells zu timen ist echt nicht leicht. Ich zünde ihn direkt sogar. Ich glaube, das könnte sogar hinhauen vom Timing. Ich hoffe, die schaffen das einfach. Ich bin Luftfeger. Ja, gut, war natürlich sehr lost in dem Luftfeger.
Oh, der Flächenschaden nimmt uns halt auch anders. Hops, hoffentlich reicht es überhaupt, aber wir sind zu 6. oder zu 7. oder so. Können die müssen es schaffen. Nadofalle auch noch im Start. Alter, nicht verarschen. Nice. Okay, komm, die schaffen das. Ja, ja, ist 100%. Geht doch. Ja, die Frostzauber muss ich noch üben. Die Frostzauber muss ich einfach noch üben. Verarsch mich nicht. Yo. Das dritte Mal in Folge. Das dritte Mal in Folge. Das kann, egal, wir haben den Loot jedes Mal mitgenommen, aber das kann nicht sein. 96%, 99%, 98%, 99%. Egal, kommen wir zu den Upgrades und zu den Angeboten nochmal. Wir kriegen eine Rune des Elixiers, Universalbuch und einiges mehr. Okay, also 8 Millionen Gold. Ey, gutes Ergebnis trotzdem. 13 Millionen, wir leeren nochmal die Schatzkammer nämlich einmal. Da sind nämlich noch einmal 1,4 Millionen von beiden drin. Sehr schön, so. Wir legen los. 30.000 Gems. Ja, das wird auch safe nicht reichen, oder? Wir werden es jetzt sehen. Sonst müssen wir halt noch ein bisschen was kaufen. Jetzt ist die Frage, werden wir es hinkriegen, alles zu maxen? Wie viele Gems werden wir brauchen? 30.000 haben wir. Ich will eigentlich keine Gems aufladen, bevor wir Rathaus 12 dann erreichen. Dass wir mit denen jetzt noch auskommen. Wir starten rein erstmal mit dem Minenwerfer. Das wird halt so schnell weg sein, ne? Minenwerfer, zack. Das werden wir nicht hinkriegen. Dann den verborgenen Tesla einmal. Boom. Müssen wir jetzt schon mal Gems ausgeben. So. Gold. Ist weg erstmal. 2,2 Millionen noch übrig. Oh, Luftbombe als nächstes. 1,6 Millionen. Oh je, das wird zu teuer werden. 7 Kanonen für 2,4 Millionen. Dass das Goldlager nämlich einmal leer ist. So, wir haben nämlich, glaube ich, noch eine Rune des Goldes. Wo haben wir sie? Da. Zack. Full maxed. 10 Millionen. Boom. Viel können wir damit aber nicht anfangen. Allein die 8 Bogenschützen. Oh Gott, das ist so teuer. Ich glaube, wir werden da echt... Oh je, mal schauen. Okay, erstmal die Bogenschützentürme. Ich auch gleich. Bogenschützenturm Nummer 1. Nein, der geht 2 Level hoch. Nein. Oh Gott. Aber wir maxen erstmal Sachen, dass wir die schon mal weg haben, dass nicht ganz so viel aussieht. Dann haben wir es wenigstens schon mal übersichtlich. Die Bomben erstmal kommen. Die Bomben sind nicht so teuer. Hilfe. Hilfe. Und es wird halt auch immer teurer werden später, ne? 5er Gems für jeden Klick. Es ist so dumm. Macht das auf gar keinen Fall zu Hause nach, ne? Oh Gott. Ich werde so gebrochen gerade. Ich weiß es nicht. Yo. Einfach 2 Level. Ich fand das eine schon krank teuer. Warum geht das 2 Level hoch? Wie hoch gehen die Dinger denn? Das ist ein Level 15. Ja, wir kriegen noch eine Rune des Goldes, soweit ich weiß, hier. Oh, wir kriegen noch... Die können wir jetzt gleich abholen. So, Rune des Goldes nochmal. Zack. Ey, ich fasse es gerade nicht. Ich bin komplett gebrochen gerade irgendwie. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. 10 Millionen Gold nochmal. Das ist nicht ernst gemeint. Das ist wirklich nicht ernst gemeint jetzt. Wie wir halt zuerst maxen können. So, Luftbomben sind chillig. Ja, die Riesenbomben schaffen wir schon nicht. Tornado-Falle erstmal. Lass mich raten, die geht so 5 Level hoch bestimmt. Nee, die kriegen wir nur 1 Level hoch. Gut. Nee, das reicht genau. Eine Riesenbombe. Das reicht's genau. Noch für einen Bogen, für eine Kanone. Wollt ihr mich verarschen? Ich fasse es nicht. Oh Gott. So, sorry. Ich muss gerade erstmal drauf klarkommen. Eine Sekunde. Also, okay. Muss ich einmal kaufen. Wir müssen eh irgendwann Gold kaufen. Wir testen einmal, wie viel die Kanonen jetzt kosten. Komm. Die gehen jetzt auch noch ein Level hoch, oder was? Ja. Oh Gott. Okay. Also, wir können pro Kanone. Können wir 6 Millionen rechnen, also 30 für die Kanonen. Digga, das ist unfassbar. Das kostet über 100 Millionen immer noch. 100 Millionen immer noch. Kann mir doch keiner erzählen, Alter. Oh Gott. Okay, ja. Also mal die Verabschiedung fürs Video. Machen aber direkt weiter. Da würde ich sagen, ja, ich bin sehr überrascht, muss ich sagen. Ich hab mich halt total verschätzt, was noch ein zweites Level gibt. Wir werden das auf jeden Fall hinkriegen. Wir müssen darauf hinarbeiten. Bis dahin, Rathaus 12 wird bald kommen. Lasst gerne ein Abo da, danke fürs Zuschauen und da wird einiges auf uns zukommen. Ciao.